Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind in Folge 356 von Simotrans mit dem Pack 128. German. Genau so ist es. Und wir sind hier unterwegs und lassen mal gerade fahren. Wir hatten die Linie dir zu machen, sag schon, zu zerstückeln, diese lange. Jetzt habe ich gerade wieder WASD getippt. Das macht man natürlich in dem Spiel nicht. Ja, wir müssen gucken, wo der ist, dass wir die Linie klein kriegen. Wir hatten da ja gearbeitet letzte Woche oder letztes Mal, letzte Folge. Ist ja schon ein bisschen länger her. Es ist ja ein Freitagsprojekt und da ist es ja alle 14 Tage. Da hatten wir geschaut, dass wir die Busse hier haben. Aber dieser Bus, der ist natürlich jetzt so ein bisschen da falsch. Aber naja, die wird überholt, weil er so eine lahme Krücke ist. Die anderen fahren 80. Ich glaube, der fährt sogar 100. Okay, dann passt ja. Okay, dann haben wir das geklärt und lass die dann mal alle fahren. Der eine macht viel weg, ist dafür langsam, die anderen machen wenig weg, sind dafür schnell. Kriegen wir hin. Nach dem Intro schauen wir dann weiter nach der Linie, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal weiter gucken. Wo ist denn unsere Linie? Linienverwaltung auf und das müsste eigentlich hier die längste sein, oder? Wir können ja erstmal hier auf Eisenbahn gehen und das ist tatsächlich die längste hier in dem Fahrplan. So, jetzt ist die Frage, wo sind wir da? Das kann mal zu. So, Hadex im Baustoffhandel wird noch angefahren. Hadex im Chemiewerk. Das wird überall angefahren. Wo haben wir denn da einen Cut gemacht schon? Okay, der steht da und wartet dort. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das alles so ist, wie ich mir das vorstelle. Wartet auf freie Strecke. Hier haben wir doch letztes Mal geguckt. Haben wir denn... Jetzt müssen wir gucken, ob wir hier Teilzüge haben. Ja, das ist schon so lange wieder her, dass ich das schon wieder nicht mehr weiß, ne? Hier fährt schon mal keiner. Hier ist einer. Stopp wollen wir nicht. Die beiden Stopps können wir schon mal raus. Wir müssen dieses hier ändern. Ich muss schnell gucken, dass ich den neu erreiche. Da ist er. Und der fährt auf der Linie immer noch, okay. Das heißt, hier ist immer noch nicht unterteilt, oder? Ich dachte, das hätten wir schon längst gemacht. Hier unten ist einer, der wahrscheinlich der entscheidende Zug ist. Personenzug Hadex in Stahlwerk. Der fährt jetzt wahrscheinlich von hier nach da hinten, oder? Fahrplan. Ist hier Baustoffhandel und Stahlwerk. Alles klar, das passt. Das würde bedeuten, wir müssen jetzt einen Zug haben, der von hier nach da drüben fährt, ne? Haben wir denn hier Passagiere schon stehen? Oh ja. Gibt es denn eine Linie von Hadexen? Ich habe jetzt hier keinen Zug gesehen, ne? Aber eigentlich müsste hier schon einer sein, oder nicht? Hier ist aber keiner drin. Wurde hier auch angefahren? Nein, das wird über die Dingens gemacht. Hier ist jetzt keiner. Ja. Dann geht es ja nur über Verbindungen, ne? Die Fabrik ist verbunden. Ja, da ist noch keine Personenzuglinie, die von Hadexen dann darüber fährt, ne? Das bedeutet, wir müssen eine neue Linie basteln. Und... Der fährt hier mit 518 durch die Gegend. Der ist jetzt in Riedenburg irgendwo angekommen. Raffinerie, das ist da unterwegs. Okay, ne, den wollen wir dann nicht haben. Hier muss unser Zugbahnhof sein. Wer ist das da? Auch einer auf der langen Strecke, okay. Das bedeutet, wir machen das hier. Neue Linie. Und zwar von hier nach hier.
Und das ist Personenzug. Chemiewerk. Nach Baustoffhandel. Schuss. Und dann können wir das schließen, ne? Und dann müssen wir zu dem Depot da oben. Oder wir gucken mal gerade, wie viele auf der Linie sind und nehmen einen davon runter. So viele, doch, sind reichlich. 1, 2, 3. Aber, schwierig zu sagen, ne? Ist der gerade leer? Ja. Der bleibt auch leer, oder? Gut. Dann kriegt er einen anderen Fahrplan, und zwar... Wo ist er jetzt? PZ? Chemiewerk. Da gibt's kein PZ. Doch, da ganz oben. Und... Jetzt fährt er das, ne, oder? Wo ist er? Da ist er. Das lass mal da. Und das machen wir mal schneller. Und dann gucken wir, was er da transportiert. Ist jetzt nicht der längste Zug, ist aber voll. Zurück bringt er nur 11, aber das ist wahrscheinlich erstmal so okay. 518. 31 werden jetzt auch mehr. So, okay, das passt ja erstmal soweit. Der macht was und der wird wahrscheinlich auch da einigermaßen fahren. Gut, das bedeutet, das ist erstmal gut. Den lasse ich mal hier unten. So, jetzt muss ich aber noch einen Zug nehmen. Und wahrscheinlich auch hier raus. Der macht jetzt gerade auch nichts, ne? Wo fährt der rum? Ah, der ist gerade auf der anderen Seite. Der ist am weitesten weg. Dann nehmen wir den vielleicht gerade nicht. Und das hier ist einer. Wo ist der? Der ist auch auf der anderen Seite, oder? Ja, der ist auch auf der anderen Seite. Das ist auch nicht gerade der Ideale dafür. Ja, der ist da drüben. Ich weiß nicht, ob das der gleiche war. Und der ist tatsächlich voll, ne? 518. Machen wir Fahrzeugdetails und nicht laden gerade. Und ich hoffe, der fährt nicht mehr allzu weit. Müssen wir gucken, wo der hinfährt. Machen wir gerade nicht Pause, sondern schneller. Der fährt jetzt wieder zurück. Das hat jetzt nicht laden, ne? Okay, das bedeutet, das nicht laden lassen wir gerade. Wir müssen aber schnellstens eine neue Linie basteln. Wo er dann drauf kann, ne? Haben wir? Neue Linie, ja. Startet hier und fährt nach da unten. Dahin. Und das ist jetzt... Diese Linie hier, die sich dann da nennt Personenzug, Chemiewerk... Passt, passt. Und das hier war Altenau Stahlwerk. Okay, hätten wir jetzt andersrum vielleicht besser machen müssen, aber naja, ist halt so. Die Linie ist fertig. Fahrplan hier, Fahrplan da. Müsste ganz oben sein, ne? Ist es aber nicht. Ich weiß nicht, warum der das jetzt hier so komisch sortiert hat mit dem Chemiewerk. PZ. Wo ist denn das Chemiewerk? Da, Baustoffhandel. Ne, das war doch hier oben. Wir haben ja auch wieder Chemiewerk. Passt schon. Und gut ist. So. Der ist jetzt wo? Beim Stahlwerk? Ne, das ist sein nächstes Ziel. Wo ist er denn?
Ah, der war gerade beim Chemiewerk, ne? Stahlwerk, Chemiewerk. Hat er da angehalten? Weiß ich nicht. Leider geht das mit dem Klicken hier nicht, ne? Ich weiß nicht, warum er das nicht annimmt. Okay, lass ihn weiterfahren. Also, vielleicht sollten wir ihn doch auflassen. Ah, nicht laden. Habe ich zum Glück gerade noch gesehen. Dann haben wir da sowieso schon was gerade falsch gehabt. Also, wir wollten schneller machen. Und da sehe ich nicht, wie viel drin da sind, ne? Keiner? Keiner. Der fährt leer durch die Gegend. Okay, das ist nicht gut. Das bedeutet jetzt erstmal, den verfolgen wir nicht, sondern wir müssen jetzt die große Linie wieder nehmen. Wo ist die? Das ist die hier, ne? Ja, Fahrzeugliste, ne, Statistik, ne, das ist es alle nicht. Hardexen, Baustoffhandel, müsste raus. Skiwerk, Chemiewerk, kann auch raus. Und da fährt er noch hin. Das sollte jetzt eigentlich so ähnlich passend sein, ne? So, wer ist das jetzt hier? Der ist es nicht. Ach, jetzt habe ich einen Stopp da reingesetzt wieder. Sehr gut gemacht, ne? Zack, zack. Zack. Stopp ist weg. Den können wir schließen. Und er hier ist unser letzterer jetzt. Hier sehe ich nicht, wie viel drin da sind, ne? Zähne fährt er da jetzt. Der hat jetzt gerade Chemiewerk beliefert, glaube. Ja, fährt hier raus. Also der hat jetzt keine mehr da drin, ne? Und er ist jetzt der vom Altenau nach da fährt. Und hat hoffentlich jetzt Passagiere mit. Und da kriegt welche mit. Aber kann sein, dass da noch keine sind, ne? Doch, 23 Leute sind schon da. Okay, er fährt jetzt wieder zum Chemiewerk zurück und bringt die dahin. Okay. Fahren wir gerade schnell dahin, ob es schon welche zurückgibt. Nö. Okay, Folgen brauchen wir dem nicht mehr. Die Geschichte hier ist jetzt Fahrzeuglisten. 1, 2, 3 sind da noch drauf. Ja. Riedenburg, Hardexen, Adenau. Wir sind schon bei... Ja, Hardexen sind wir schon durch. Hier ist, glaube ich, einer, der ist der... Wartet auf freie Strecke und das ist einer von den Großen, ne? Wie viel sind denn hier am Bahnsteig jetzt? 45 Passagiere waren das, okay. Die sind hier für den Getreidehof alle. Boah, was? Zum Getreidehof 600 Leute? Wow. Erzbergwerk. Warte mal, folgt dem mal gerade. Welcher ist denn das jetzt hier mit 774? Das kann ja nur der dann sein, ne? Ja, ist er auch. Mach den mal zu. Hier steigen sie alle aus, ne? Kein einziger mehr drin. Und wo fährt er jetzt hin? Er fährt jetzt weiter hier zum Kraftwerk, oder? Ja, da steht ja altes Kohlekraftwerk. Da ist wieder keiner mehr drin. Hier unten sind dafür reichlich. Zum Kraftwerk möchte wohl niemand, wa? Da steigt auch keiner ein. Der fährt immer noch weiter dann. Der fährt dann auch auf der anderen Seite wahrscheinlich. Von den Industrien will da keiner rüber. Nö. Und dann ist er drüben beim Hühnerstall. Und da kriegt er auch noch nicht mal welche mit. Noch besser. Da ist einer eingestiegen. Hier nochmal 7 dazu. 3 dazu. Kraftwerk, keiner. Und hier steigen ganz viele ein. Da ist gar keiner eingestiegen. Hat er da überhaupt angehalten? Das ist die Frage.
Da sind wieder 1074, okay. Diesmal sind aber ein paar mehr unterwegs, die er mitnimmt, okay. Aber ganz rüber keine. Naja. Ich glaube, das müssen wir in der nächsten Folge weiter optimieren. Naja, so ist das halt. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.